Herzlich hallo zurück zu Resident Evil 4. Also wie gesagt, im letzten Part haben wir halt Krauser besiegt. Dann sind wir hier rumgewandert, haben hier schon einige Zombies mitgenommen, haben wunderbar. Wo bist du denn jetzt, Mike? Jetzt würde ich euch Mike zeigen und jetzt ist er weg. Egal. Machen wir weiter. So. Wunderbare Unterstützung aus dem Himmel bekommen. Der liebe Mike. Ja, wir haben immer noch sehr, sehr nette Leute hier, die uns immer ganz, ganz schön an den Kragen wollen. Immer noch. Es ist halt wie immer noch. Es hat sich leider nichts geändert, aber außer dass ich gleich einen Wutanfall kriege, weil ich hier schon mehr Gesundheit verballert habe als in der Burg oder sonst irgendwo. Ah, verdammter Mist. So. Von hinten auch noch kommen, ey. Sowas kann ich aber du leiden. Nein, nein, ihr werdet mich jetzt nicht abschießen. Was zum... Na kommt her. Ihr Priester des Wahnsinns. Ich bleib hier drin, solange die da draußen. Das ist sehr gut, Mike. Vielen Dank. Mich nervt es, dass ich jetzt schon wieder mehr Gesundheit verballert habe. Mein Ziel war es ja eigentlich für das Let's Play nicht mehr als einmal zu sterben und ich bin jetzt schon viermal gestorben. Ach wie nett. Das ist halt das, was mich tierisch aufregt. Mike, ich könnte deine Hilfe brauchen. Mike. Mikey. Keine Lust mir zu helfen? Okay. Kann ich verstehen. Ich hätte auch keinen Bock. Take out. Du bist witzig, Mann. Echt witzig. Ich lach später. Wo soll ich denn hingehen? Wo soll ich denn jetzt hingehen? Ja, dann kommt her, ihr blöden Penner. Hallo. Ja, wo seid ihr denn? Ich höre euch doch. Ich hoffe, dass ihr irgendwann eine Lego-Steine tretet. Danach beim Duschen auf dem Popo landet, wenn ihr rausgeht. Oh, hat euch Mikey erwischt? Tut mir nicht leid. Du hast echt den Nerv, dich mir zu stellen? Stirb einfach, danke. Was für ein unangenehmer Typ.
Drinks are on me. Yeah, hey, I know a good bar. It's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Sattler, du verdammter Bastard, Alter. Ey, irgendwann, ich schwör's bei Gott, werde ich dir so in den Arsch treten, dass du dir wünschst, du wärst mir nie begegnet. Mike, dafür werden sie bezahlen. Oh ja, das werden sie, glaub mir. Dafür werden sie bezahlen, definitiv. Trotzdem schaue ich nochmal schnell, ob es hier irgendwo einen Schatz gibt. Ich will so kurz vor Schluss keinen Schatz übersehen, weil das wäre dämlich. Sorry, ich muss nochmal auf die Karte gucken. Ich weiß, ich nerve, aber da hätte ich nämlich fast einen Schatz irgendwo übersehen. Nur. Hä? Ist der jetzt da drunten? Nur. Ah. Perlenanhänger. Nice. Danke, Ada, dass du erst jetzt auftauchst. Wärst du früher gekommen, hätte Mike vielleicht überlebt. Oder wäre Ashley vielleicht nicht nochmal entführt worden? Hm? Ja. Schon mal daran gedacht? Nee, ne? Was hören wir denn da? Wieder ein Los Generadores. Ach Gott. Thank you.
habe immer das Gefühl, als würde das Viech kaum mir den Kopf abbeißen. Na komm schon raus, du Mistvieh, du Elendiges. Ja, habe ich doch richtig gehört, du blödes Mistvieh, du Elendiges. So, jetzt kann ich mich schon mal in Ruhe umgucken, oder ist da unser blödes Mistvieh mehr, Nick? Da und das Gefühl, dass das so ein Mistvieh mehr an den Beinen klebt oder so. Okay, hier ist nichts. Ist gut, dann raus hier. So schnell wie möglich raus hier. Deswegen schieße ich lieber auch gleich deine Fresskammer oder was, du Affe. Boah, geht. Ach ja, ich weiß. Ja, okay, ich erinnere mich. Jetzt kommt noch ein Part, den ich partout nicht leiden kann. Weil ich da auch öfter mal gestorben bin. Leider. Vor allem mit verdammt wenig Munition ist dieses Ding hier echt nicht witzig. Ich habe das letzte Mal nur mit der Pistole durchgespielt. Was auch relativ scheiße war. Erstmal die Kugel nicht gleich so. Achso, du bist voll. Toll, meine Sniper ist voll. Nicht Sniper, Magnum. Und hi Jungs. Komm her, du Arschloch. Na geht doch. Na, das fühlt sich gut an, in die Luft zu gehen, oder? Hier. So, jetzt hole ich mir erstmal das Geld, weil ich das von dem anderen Typen. Das war knapp, Kumpel. TMP-Munition, als wenn ich hier die ganze Zeit mit TMP-Munition rumlaufen würde. Da kommt her, ihr miesen Socken. Ah, ey, das war knapp, Kumpel, das war echt knapp. So. Ja, dafür brauche ich eine Schlüsselkarte. Muss ich den Zombie finden, der die Schlüsselkarte hat. Und das wird nicht lustig. Okay, bei den nächsten Händler, wo wir sind, müssen wir wieder einiges verkaufen, weil... What the heck? Wir haben bald keinen Platz mehr im Inventar. Ah, die Schlüsselkarte. Nice. Na kommt her, ihr blöd Penner. Ihr wollt mich? Hier bin ich. Mach mich schießen, Alter, du bist da ein bisschen knusper in der Optik, wenn ich unten stehe.
Schon mal dann gedacht, dass ich mit Leichtigkeit erledigen kann? Nee, oder? Achso, ja, ich muss... Nee, der Passo. Dein El Paso kannst du dir wo sonst wo hinstecken, dein... Na, kommt her! Komm kuscheln! Na, komm hoch! Oder runter, oder wer auch immer du bist. Na, kommt runter. Armer Junge. Kommt gleich direkt zum... Na, kommt her! Na, kommt! Könntest du gut jumpen, oder nicht? Na, come on! Come to me! Hey! Little boy, little girl, little zombie! Du Zombie-Spielverderber, komm her! Sag mal! Von wo? Der hat mir noch nicht mehr gesehen und hat mich getroffen. Was soll denn der Scheiß? Sag mal. Ah! Spinnst du jetzt oder was? Du einer kleiner Penner, Alter. Hä? Okay, jetzt bin ich leicht verwirrt. Wo ist denn das Ding zum Einchecken? War das nicht hier irgendwo? Hä? Such, kleiner Leon, such. Ach, hier. Ah, ich muss wieder rauf, wie ich Volltrottel. Ich muss den zwei Schalter aktivieren. Ah, Gott, ey. Peinlich, peinlich. Ich glaube, hier ist... Nein, weiter unten ist einer. Aber jetzt habe ich ja Gott sei Dank schon alle von diesen komischen Typen da lieb gehabt. Da. Aber ich kann euch sagen, soweit kann ich euch schon voraus... Dingseln, es dauert nicht mehr lange und wir sind beim Endboss Settler. The door is open. Out of this Bullshit. Dieser Arena-Kampf-Sache hier. Ich habe hier keinen Bock mehr auf diesen ganzen Käse hier. Soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Oh, the audacity of you. Now!
Hier kann ich nicht lang. Ja, das ist mir klar. Oh, Gott sei Dank. Hi, Kumpel. Welcome. Welcome. So, jetzt werden wir erstmal ein paar Sachen verkaufen. Ich brauche ein bisschen Platz im Inventar. Also, erstmal hoch. Na, die Magnum-Munition behalten wir mal noch. Anytime. Ja, sehr gerne, mein Freund, sehr gerne. So, verwenden, ja. So, oh, wir haben Ashley wieder. Ashley. Und Zettler. Ach ja, ihr kleinen Netten. Komm, ich hab keinen Bock auf euch, Mann. Ah, wow. Ja, so nah möchte ich eine Rakete doch nicht abschießen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade irgendwo einen Schatz übersehen, oder? Nee, habe ich nicht. Gut. Ach ja. Und da bin ich bloß wieder zurückgegangen, okay. Nein, das nützt mir nichts. Hä? Irgendwie laufe ich gerade im Kreis, kann das sein? Nun, das letzte Kapitel. Ich sage für dieses Mal danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und wir sehen uns beim letzten Part von Resident Evil 4. Herzlich willkommen zum letzten Kapitel von Resident Evil 4. Also, wir haben im letzten Part, sind wir wieder Settler begegnet. Ich habe Ashley befreit mit Adas Hilfe. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt parasitenfrei. Uff, Gott sei Dank, der Parasit ist entfernt. Ja, Gott sei Dank. So. Settler. Jetzt kriegst du aufs Maul. Das schwöre ich dir. Und wir haben ein bisschen Platz wieder im Inventar geschafft, weil das war schon etwas arg voll. Den gespeichert haben wir ja vorhin.
Jetzt tun wir die ganzen Schätze verkaufen. Ich hatte es ja gesagt, dass ich im letzten, dass ich kurz bevor ich beim Endkampf bin, die ganzen Sachen verkaufe. Die ganzen, naja, die Magnum-Munition können wir gerne noch aufheben, aber TMP-Munition verkaufe ich mal. Brandgranate natürlich auch verkaufen. Wir fangen von unten nach oben an. Das heißt, mich regt das bloß mit dem, mit der zweiten Maske auf, dass ich die nicht komplett habe. Ja, hätte ich die jetzt komplett gehabt, hätte ich 200. ...23 grüne Augen, ey, Hammer. Bierstein komplett, Bernsteinring, Goldeimreif, antike Pfeife, elegante Kopfbedeckung, Taschenuhr, Perlenanhänger, 3 Rubine, sind auch 30.000 wert. Markt haben wir auch 9 Stück. Seidenkristalle, die habe ich auch alle gesammelt, brav. Die Spinel 35.000, also 70.000. Und ja, dann haben wir so ziemlich alles verkauft, außer 2 Millionen 2.442.240. Merkt euch die Summe, weil das ist bis jetzt mein Höchstrekord, was ich hier in Resident Evil gesammelt habe. Aber es hat, ich habe ja gesagt, es hat sich definitiv gelohnt, hier brav weiter zu sammeln. Something's not right. Ashley, you stay here. Bist du hässlich? So, und einmal ins Auge stechen. Na komm her, Krauser. Na komm her. Na komm. Aua. Daran habe ich nicht gedacht, dass der ja auch Sachen schmeißen kann. No, nein, 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 nein. Aua, aua. Oh, verdammt. Das wird wehtun. Ich werde jetzt nicht bei dir stehen, das kannst du vergessen. Hier, hab ein Geschenk für dich. Klar könnte ich ihn jetzt auch mit einem Raketenschuss locker in 10 Sätze schicken, aber ich will mir Zeit lassen bei dem Penner. Au. Na komm, mach noch mal ein Auge auf, du Arsch.
Komm, kletter, 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 kletter. Ich hasse diese Kletterpassagen vor mir. Der Arsch kann einfach rüberspringen. Ich kann's nicht. Ah ja. Hä, kein Platz oder was? Das ist jetzt echt doof. Okay. Nein, aua. Au. Da, der Typ bringt nämlich einen fast um. Das ist nicht sexy. Okay. Na komm schon, du blöder Penner. Und renn da. Na komm. Du sollst mich nicht töten, du Sack, du sollst deine Augen aufmachen hinten. Damit ich dir restlichen auch noch snacken kann. So, jetzt lass mich ihn kurz erholen, weil ich habe einen Plan. Na komm, komm wieder auf die Beine, du Mistvieh. Na komm, ich weiß, dass du angepisst bist. Na komm. Es gibt mir nämlich kurz die Zeit, hinter ihm zu gelangen, damit ich das restliche Auge, glaube ich, noch. Du sollst ein verdammtes. Machst du jetzt bitte dein verdammtes Auge auf? Würde das gehen? Du Arsch! Au! Jetski-Schlüssel. So, und jetzt dürfen wir laufen, weil es nämlich verdammt brenzlig wird. 100.000. Dafür, dass ich in zwei Augen weggeschossen habe. Wenn man nämlich alle fünf Augen trifft, kriegt man 500.000. Also pro Auge 100.000. Jetzt dürfen wir erstmal schauen, dass wir uns hier ganz schleunigst wegbewegen, weil sonst macht's BOOM! Und wir sterben mit der Insel.
Gunner, what? Ich finde das so geil. Jetzt läuft er einfach so gechillt, als wäre nichts gewesen, Mann. Als würde alles gar nicht von irgendwas abhängen. Als würde ihn nicht jederzeit gleich die verdammte Insel um die Ohren fliegen. Jetzt nach Schätzen zu suchen wäre eine ziemlich dumme Idee. Jetski Schlüssel, schnell! So. Wir fahren gleich mit Überspeed los. Weil ich will nicht gerne sterben. Hui, hui. Vollgas! Einmal Vollgas, bitte! Wenn Ashley mich jetzt ins Wasser fällt, das läuft elendig. Weil eine Ritterrüstung schützt zwar vor Zombies, aber nicht vor Wasser. Weil die würde untergehen wie ein Stein. Oh, rechts, links, links. Oh, nicht sterben. Be finished. Ich weiß nicht, was ich groß sagen soll, außer dass es mir jedes Mal eine Freude bereitet, wenn ich ein Spiel beendet habe. Was soll ich zu dem Spiel kurz sagen? Über die Hälfte habe ich doch eh schon gesagt im Let's Play. Ich finde das Spiel immer wieder grenzgenial. Ich bin zwar sonst kein Zombie-Fan bzw. Resident Evil-Fan, aber der vierte Teil, der hat es mir irgendwie angetan und ich spiele den auch verdammt gerne. Wirklich. Ich glaube, ich habe den jetzt schon zum 6. oder 7. Mal durch. Und mir macht das halt immer wieder Spaß. Mich hatte mal jemand in den Kommentaren gefragt, ob ich das auf Profi durchspielen würde. Und ich werde höflichst die Antwort verneinen. Es ist nicht mein Fall, Sachen auf, weil ich bin kein Profi. Ihr habt gesehen, dass ich hier auf leicht schon ungefähr 3-mal krepiert bin. Und nee, also eher so, nö. Da wird nochmal gezeigt, wie die Las Plagas bei den Menschen in die Körper gesetzt werden. Von der Story her perfekt, von den Waffen, die man freischalten kann, perfekt. Jetzt muss ich aber leider zu den negativen Sachen kommen. Die negativen Sachen sind einerseits wie gesagt, es soll HD sein. Und bei manchen Videosequenzen bzw. Filmanimationen sieht man leider, dass es immer noch ziemlich arg verpixelt ist.
Und das ist halt wirklich, das ist das, was mich leider nervt. Und auch teilweise die Steuerung, das macht, was sie will und nicht das, was sie soll. Und dass du halt auch, wenn du einen Schatz übersehen hast, nicht mehr zurückgehen kannst. Das sind leider die Sachen, die mich dezent ein bisschen nerven, aber sonst ein sehr, sehr geiles Spiel. Es hat mir wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch, dass ich das als Let's Play, dass wir die Reise gewagt haben, dass wir das jetzt wirklich komplett als Let's Play in einem Rutsch geschafft haben. Es hätte sich wahrscheinlich der eine oder andere gewünscht, dass ich das mit normalen Waffen durchspiele, aber ich habe mir gedacht, mit der Chicago Typewriter bzw. Endloswerfer habe ich ein Let's Play auf Deutsch oder in Englisch oder Afrikanisch noch nicht gefunden und deswegen habe ich mir gedacht, why not? Let's go! Und wie gesagt, wenn ihr es auf Profi sehen wollt, ich kann unter dem Link, also unter dem Video, den Link zu dem lieben Bruger drunter hauen. Der hat es nämlich auf Profi durchgespielt. Und sollte ich irgendwann mal Lust und Laune verspüren, es vielleicht doch zu machen, dann werde ich euch dabei teillassen. Wir werden den Part mit Ada noch durchspielen. Separate Ways heißt das, glaube ich. Aber lasst mir jetzt erstmal ein paar Tage Zeit. Ich werde jetzt Diablo durchspielen. Und dann ja. So, Trefferquote 39. Fast 1000 Gegner getötet. Verlorene Leben leider 4. Benötigte Zeit 8 Stunden, 2 Minuten und 53 Sekunden. Und mit diesem wunderbaren Endergebnis entlasse ich euch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Wenn euch das ganze Let's Play gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Abo da. Lasst mir ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Was auch immer ich mache. Tschüss. Thank you.